Jo, was geht ab? Herzlich willkommen bei MMA Treffpunkt. Ja, es ist wieder mal soweit. UFC steht an. UFC 273. Im Main Event haben wir Volkanovski gegen Korean Zombie. Wir haben Aljamain Sterling gegen Peter Yan. Aber um den Kampf, um den es heute wirklich geht, ist Khamzat Chimaev gegen Gilbert Burns. Und ich glaube, die meisten von euch, denen geht es so ähnlich, wie es mir auch geht. Ist halt ein wahnsinnig spannender Kampf. Für die unter euch, die halt Gilbert Burns verfolgt haben, wissen ja alle, der Typ hat Skill, der Typ hat Erfahrung, sehr viele Kämpfe. Er hat gegen Legenden gekämpft, hat gegen Namen gekämpft, so Wonder Boys und Damien Myers und natürlich auch gegen den Pound-for-Pound-König Kamaru Usman. Er hat auch eigentlich sehr gut ausgesehen in der ersten Runde. Sehr viel, das einfach für Gilbert Burns und seine Mentalität und seine Fähigkeiten steht. Und dann auf der anderen Seite haben wir halt den Newcomer, der ist irgendwann 2020 gekommen, Back-to-Back, zwei Wins, hat dann den Merchant besiegt. Und das erste Mal, wo er halt wirklich ein bisschen was zeigen konnte, war sein letzter Kampf gegen Leech. Das war der erste Typ, der ihm ranked war, ich glaube Nummer 11 oder 12 oder so. Das heißt, Khamzat ist jetzt in der Top 15. Gilbert Burns ist in der Top 5 und zwar ganz oben einfach. Und ja. Das Ding ist, wieso ist der Kampf so spannend? Es ist mehr ein Gefühl als irgendwas, das man beschreiben kann. Es ist jetzt nicht so irgendwas, wo ich sagen kann, okay, wir haben hier gesehen den Skill von Khamzat Chimaev, weil es ist nämlich nicht so. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Gilbert Burns, ist ein Multiple Champion im Brazilian Jiu-Jitsu, hat sich auf jeden Fall bewährt, ist in der Top 5 und so weiter. Ganz anderes Bild. Und bei Chimaev ist es halt so, es geht halt mehr um die Sachen, die unbekannt sind. Es geht mehr um die Sachen, die wir halt gar nicht von ihm wissen. Ja, bei Khamzat Chimaev wissen wir halt, er ist hauptsächlich ein Wrestler, hat natürlich in Schweden da Nationalmeisterschaften gewonnen und so. Ist natürlich ein Tschetschener, die sind ja natürlich immer bekannt, genauso wie die Dagestanis, für halt die Spezialität, die sie im Wrestling und im Grappling haben. Allerdings müssen wir auch sagen, dass Chimaev auch Knockout-Power hat. Das heißt, wohin jetzt mit dem so? Ich glaube, dass die Sache so, dass wir ihn einfach gar nicht einordnen können, macht es natürlich spannender. Wir haben hier einen Gilbert Burns, der komplett bekannt ist und den wir kennen und den wir studieren können. Und dann haben wir einen Khamzat Chimaev, wo halt alles unbekannt ist. Aber der Spielraum nach oben einfach unendlich hoch ist. Weil er könnte natürlich der nächste Conor McGregor sein. Von Craziness-Level wird es auf jeden Fall passen. Vom Skill-Level werden wir auf jeden Fall sehen. Aber das Ding ist, es ist halt, meiner Meinung nach, ist nichts zu weit hergeholt. Also er ist einer von denen, er ist noch nicht mal am Titel und spricht schon von Multiple Titles. Er sagt, er will Double Champion werden, vielleicht Triple Champion, der Erste, der es jemals geschafft hat und so weiter. Und auch wenn es irrsinnig klingt, es ist so, man kann es noch immer noch nicht abschreiben. Ich glaube, der Kampf gegen Gilbert Burns wird uns so viel mehr geben, wird uns so viel zeigen. Ich hoffe so sehr, ich glaube, ihr seid da echt auf meiner Seite, dass der Kampf mehr als eine Runde geht. Wenn es geht, dann vielleicht sogar drei, vier Runden, dass wir dann wirklich sehen, was der Khamzat so kann, was der so macht, wie er aussieht in der zweiten, wie er in der dritten Runde aussieht, wie er aussieht, wenn er mal ein paar Schläge kassiert hat. Der hat ja mehr Kämpfe als Schläge in der UFC kassiert. Und ja, es wird in jedem Fall wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kampf. Ich freue mich übelst. Es ist einer von den Kämpfen, wo ich echt überlege, wieder durchzumachen und den Kampf live zu schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es durchziehe oder ob ich dann mit der Fam gemütlich beim Frühstück einfach zusammenschaue. So oder so wird ein mega geiler Kampf. Ich bin echt gespannt drauf. Ich werde wahrscheinlich ein neues Video machen, wenn der Kampf dann zu Ende ist. Einfach so neue Gedankengänge und neue Gedankenmuster halt mit euch teilen, die ich persönlich habe, und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, so was abgeht, was ihr vom Khamzat erwartet und wie die ganze Sache aussehen wird. Ich bin gespannt. Die anderen Kämpfer habe ich jetzt gar nicht so hart, werde ich jetzt gar nicht so hart drauf eingehen. Ich meine, Jan hat einfach im ersten Kampf gegen Sterling viel besser ausgesehen. Ich glaube, der wird sich den Titel wieder zurückholen, den er dem Jan geschenkt hat mit dem Knie einfach. Und Volkanovski, zu dem werde ich vielleicht noch ein eigenes Video machen in naher Zukunft, einfach über den Kampf, seinen letzten Kampf gegen Brian Ortega, wo einfach die dritte Runde vielleicht die beste Runde ist, die ich jemals gesehen habe, so wenn man natürlich den ganzen Background dazu packt und wenn man sich das alles anschaut. Aber wie auch immer, ich danke euch fürs Zusehen. Ich beende hiermit das Video. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich.
auf das UFC-Event heute Nacht und auf Khamzat Chimaev gegen Gilbert Burns. Wenn ihr auf irgendwen gesetzt habt oder gewettet habt, lasst es mich wissen. Ansonsten abonniert den Kanal, bleibt auf dem Laufenden und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.